Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark. Eigentlich war ja was Fliegendes geplant, aber dann ist uns dieser kleine Gangster hier über den Weg gelaufen. Gangster pusht zu. Schöne Aussicht vor allen Dingen, direkt ins Maul. Und Nally hat ihn schnell gezähmt. Was heißt schnell? Wir hatten Glück, dass wir ein paar Karnos erledigen konnten, auch wenn es jetzt unglaubwürdig klingt, aber es ist echt so. Wir hatten echt Schwein. Also meine Rüstung ist komplett im Arsch, bis auf meine Schuhe. Und ich war auch schon fast zweimal halb tot. Ja, eigentlich war so ein Teil dort geplant, aber naja, gut, wie man halt so. Ja. Und wir fahren jetzt erstmal zurück und basteln uns einen Sattel für den Rex, weil das war schon echt ein Krampf, den hier drauf zu kriegen. Kampf trifft es nicht wirklich, das war ein Kampf, eher Ja, gesagt. dann war es halt ein Kampf. Was ist es denn überhaupt? Ist es ein Mädchen, Es Junge? ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Okay. Gut. Also haben wir wenigstens schon mal was Größeres, um uns längerfristig zu verteidigen. Leider levelmäßig ziemlich klein, aber das lässt sich ja noch beheben. Er ist jetzt mittlerweile schon Level 12 und mit Level 3 oder so hat man getamed, hä? Ja, gut, Level okay. 3 war er. Dann ging es ja schon. Er durfte schon ein paar Miezen klatschen und zwei Skorpione und so. Ja, also von daher, das haut schon ganz gut hin. Und ich muss jetzt mal was essen. Ja, wie gesagt, Plan war eigentlich ein ganz anderer, aber ja, ich sag mal, ein Rex ist besser als. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Verteidigungsmaschine. Das auf jeden Fall, ja. Das ist wohl richtig. Das Blöde ist halt echt bloß, ja, wir wollten eigentlich einen Akentarvis. Und jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Wir haben, glaube ich, auch kein Futzelchen Eisen mehr zu Hause, oder? Weiß es nicht, da müsste ich jetzt lügen, um das sagen zu können. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube nicht, dass noch viel da ist. Okay, also werden wir jetzt erstmal zurückfahren, versuchen einen Sattel für das Teil, für das Tierchen zu basteln und dann mit Nally losziehen und ihn leveln. Auf jeden Fall. Damit wir dann das nächste Mal auf dieser Insel ein bisschen eine bessere Chance haben, vor allen Dingen. Und ich werde mal gucken, ob ich irgendwoher Eisen bekomme. Den Rexsattel habe ich auf jeden Fall schon gelernt. Kann man aber nur in der Schmissi bauen. Ja, das, ja. Und ich glaube, der frisst auch einen Haufen Eisen. Ich hoffe mal, so viel Ich haben wir. glaube 50 Metallbahn frisst er. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, ich hoffe mal, dass wir wenigstens noch so viel übrig haben. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Ja, deine Rüstung ist aber wichtiger. Ja, ich weiß, das ist, ja. Als Notfall kann man immer noch Chitin-Rüstung nehmen. Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Obwohl die Flak-Rüstung schon effizienter ist. Aber bau du erstmal den Akentarvis, den Rex-Sattel. Das ist jetzt aber kein Spino, oder? Oh. Nee, das ist eine Schildi, so wie es aussieht. Ja, Entschuldigung, ich habe Verfolgungswahn, Hallos und alles mögliche. Hallo, wir haben einen Drachen gesehen. Der eine Haps von dem Vieh hat gereicht. Ich wollte gerade sagen, da oben ist noch einer, dabei war es bloß ein Pappvogel. So. Ja. So paranoid bin ich mittlerweile schon. Und ja. Also das war jetzt mindestens eine gefühlte halbe Ewigkeit, obwohl es mindestens bloß, ich schätze jetzt mal eine halbe Stunde oder fast eine Dreiviertelstunde war, was wir gekämpft haben, um diesen T-Rex auf dieses verkackte Floß zu bekommen. Weil uns ständig irgendwelches Viehzeug gestört hat. Also es ist schon Wahnsinn, dass wir das überhaupt überlebt haben, ist schon echt der Hammer. Und es ist echt heftig. Also glaubt's uns oder glaubt's uns nicht, es ist mir eigentlich scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe das mit Absicht nicht aufgenommen, weil ich wollte jetzt nicht jeden Fitzelchen, jedes Futzelchen aufnehmen. Nee, also das war schon nicht ohne. Also es war schon echt heftig. Und wie gesagt, ich bin heilfroh, dass wir das überhaupt überlebt haben. Also das ist schon echt. Wie gesagt, meine Rüstung ist komplett im Arsch, bis auf die Schuhe. Und Ali hat echt Schwein gehabt. Also das ist schon. Ja, meine Rüstung, die ist aber auch fast im Dutt, ne? Ja, aber du hast wenigstens noch alles an. Ich stehe ja nackig bis auf die Schuhe auf dem Floß. Wollte ich mal festhalten. Ja, ist egal. Aber wenigstens bringen wir einen Rex mit nach Hause. Das war nicht ganz umsonst. Ich hoffe mal, dass zu Hause steht noch. Ja, tut. Also das Häuschen ist noch da. So, erstmal aussteigen, Rex abladen und dann fetter Drachen. Ja, Das fehlt jetzt noch. ich sag's lieber nicht laut. Hab ich schon? Ups. Da hast du. Stand hier nicht irgendwo ein Feuer? Nein, das habe ich kaputt. Ach stimmt, das hast du ja abgerissen. So, okay. Trautes Heim, Glück und so.
Ja. Hey, du kommst mit. Wo ist dein Äffchen? Hast du? Aber ich hab doch Schultern. Ich wollte gerade sagen, der Rex bewegt sich nicht, aber. Ah, oh, der hat einen Wendekreis wie ein Bus, ey. Nee, ich glaube, im Bus ist da noch besser dran wie ein T-Rex. Ja, ein Dilo-Ei. Nur eins? Hallo? Weiblich? Männlich? Männlich? Was bist du? Weiblich? Männlich? Also uns fehlt ein Dilo-Weibchen. Wir haben eindeutig zu viel Männerüberschuss hier. Entschuldigung, ich habe darauf nicht geachtet. Nein, ich meine es bloß. Ich wollte es bloß anmerken. Und das Strike steht total beschissen im Weg. Dann park's um. Nö. Dann meckern nicht. Also, wir haben noch 313 Eisenbahnen. Ich hoffe mal, das reicht jetzt noch. Ich. 15 davon brauche ich. Fasern. Warum sind in der Schmissi keine Fasern? Ich glaube jetzt einfach mal welche. Das Ei von dem Dilo einfach wieder in das Strike dann, oder? Ja, Okay. dann wie man keinen Kühlschrank haben. Okay. Jetzt mal Fasern da reingeschmissen. Habe ich gerade, ja. Muss ja meine Rüstung reparieren. Du musst jetzt warten. Ja, habe ich doch gesagt. Achso, okay. Du hast gesagt, meine Rüstung ist wichtiger. Ja, habe ich auch. So, da werde ich gleich mal noch meine Schuhe reparieren lassen. Und ich glaube, dann ist das Eisen noch bald Ende. Nö, es geht eigentlich noch. Haben wir jetzt echt gar kein Eisen mehr? Vermutlich nicht. Also kein Rohmetall, sag ich mal. Holz, 21 Stein, 7 Fasern. Holz, 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 Holz. Holz, haben wir Holz? Holz habe ich in der Tasche, wenn du was. Nee, nee, ist schön, alles gut. Ich hab schon. Stein, 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 Stein habe ich hier nicht neigeschmissen. Stein habe ich hier neigeschmissen. Und Verfasern brauche ich auch noch kurz. Ich werde mal kurz den einen Schmelzofen reparieren, weil ich es kann. Halt, mir fehlt noch mal Stein. Mach das, ich ziehe mit dem Rex schon mal los, den Level. Ja, hau rein. Ich überlege mir was, dass die Zuschauer nicht gelangweilt zugucken. Ja, also wie gesagt, also das war echt eine Haare. Ich hätte es wirklich gern mit aufgenommen, aber ich wollte euch damit echt nicht langweilen. Also von daher entschuldigt das bitte, weil ich bin jetzt nicht der Typ. Wieso betreiben wir einen Schmelzofen mit Stroh, bitteschön? Habe ich gemacht, weil zu dem Zeitpunkt nicht Holz da war. Okay, dann schmeiße ich da jetzt Holz rein. So, gibt es hier in der Nähe irgendwo Metall? Ich wüsste, wo es welches gibt, aber erstens ist der Weg dahin ziemlich weit und zweitens möchte ich das ungern in der Aufnahme machen. Also was mache ich jetzt? Suche ich noch ein Dilo-Männchen? Ne, Weibchen? Ah, Ich such schon. da vorne rennt gerade einer. Ne, das ist ein Para, glaube ich, ja? Aber wir bräuchten echt noch mehr Fleischfresser eigentlich. Besser wäre noch ein zweiter T-Rex, oder? Ja, dafür reichen meine Darts leider nicht. Für ein Dilo ja, aber nicht für ein Rex. Ich hab noch 9. Also wenn wir noch einen Level 3 Rex irgendwo finden, wäre das schon echt passi. Der Vorteil wäre halt, wir nehmen eben gleichen Sattel mit. Der hat hier gerade hin und her geschubst von einem Diplodocus. Friss ihn! Friss Da mache ich ihn! ja gerade. Okay. Ich schlachte hier einen Krebs in der Mal Zeit. gucken, wie viele Level der gibt. Fällt echt was auf. Boah, der Krebs ist Level 40, echt jetzt? Und hat so viel ausgehalten? Ausgehalten, ja. Gibt's denn eigentlich einen Pflanzenfresser, der eine richtig reelle Chance gegen einen Fleischfresser hat? Weil das Außer ein ist. Trike fällt mir nichts ein. Ja, den müsstest du aber auf Leben und Damage skillen, oder? Wenn ich das jetzt so richtig verfolge oder wie, hä? Den Trike müsstest du im Prinzip auf Stamina, Damage und Leben. Ja, gut. Also dauert das schon zu lange, das ist schon blöd. Oder man hat halt eine fette Dilo-Armee. Also so eine richtig fette Dilo-Armee. Ah, Entschuldigung, ich muss kurz mal meine Sitzposition wechseln.
Falls es knuspern sollte, mein Hund ist am. Ja, das wird entschuldigt. Ich glaube, er sucht sich erstmal wieder ein paar Teile raus und schleppt sie sonst wohin. Sind ganz viele Kilos am Werk, die einen kleinen Spaßmacher ärgern. Sag mal, die Landbrücke kann man doch irgendwie hoch, oder? Ich glaube ja, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo ich Eisen herkriege und das eigentlich ziemlich günstig, aber ich müsste meine Picke mal schnell reparieren. Das. Könnte ich uns wenigstens schon mal ein bisschen Eisen besorgen? Also wenn ich jetzt richtig liege und nicht falsch, sagen wir mal so. Du weißt doch noch in der einen Folge, wo ich die Klippe abgestürzt bin, unfreiwillig. Wenn du dich Ja. dunkel dran erinnern kannst. Und da oben bin ich schon mal mit einem. Oder vertausche ich das jetzt gerade? Ich glaube, ich vertausche Weiß das. ich jetzt nicht. Ich glaube Kann echt, ich so ich. nicht Ja, sagen. ich glaube echt, ich vertausche das jetzt gerade. Aber ich gehe jetzt trotzdem gucken, damit ich überhaupt was mache in der Folge, ja. Weil das Blöde ist, man kann jetzt nicht zu Nally umswitchen, weil sie nimmt nicht auf. Nee. Obwohl man Das gerne. Schlimme ist, ich habe die Matschgrafik jetzt nicht mehr als Entschuldigung. Ja, aber dein Rechner wird das, glaube ich, nicht packen. Ja, sicher. Ja, glaube ich. Zumindest von der CPU-Lastung, ja. Leistung. Weiß schon, dass meine CPU gleich stark ist wie deine. Und dann müsste man es probieren, ob du es packst. Weil dann könnten wir uns nämlich abwechseln. Du aufnehmen, ich aufnehmen. Fertig. Tausender Steaks Fleisch. Sag ich doch. Wollte sie mir nicht glauben. Weil ich der Meinung war, dass das echt nur bis Ja, Dings geht. vielleicht hat hier jemand Bekanntes von uns die Stack Me More Mod ein bisschen erweitert. Oder es gab ein Update für diese Mod. Wirklich, ja. Okay, wo ging das jetzt verdammt nochmal hier hoch? Und Not zähmt ihr halt erstmal echt nur ein Pappvogel. So eine Bola ist schnell gebaut. Stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und oben in irgendeinem Schrank müssten, glaube ich, sogar noch Betäubungspfeile liegen. Da musst du nicht die teuren Darts benutzen. Ich habe jetzt gerade schon einen Pappvogel hier. Ich weiß aber das Level leider nicht. Ich guck mal schnell. Durch die Flammen. Level 25, weiblich. Wie viel Darts braucht der? Ah, es kommt halt immer drauf an, wie gezielt du bist. Wenn du den Okay, Schuss direkt in den Kopf, meinst in du? den Kopf zielst, dann dürfte da eigentlich kommen ja echt zwei Dilos an und versuchen, meinen Rex anzugreifen. Cool. Echter Witz. Also der Schuss ging in den Kopf und er liegt. Direkt in den Kopf, das hilft immer. Ja. Könntest du mir, hast du kurz Zeit? Habe ich, warum? Könntest du mir, Gott sei Dank habe ich Fleisch einstecken. Könntest du mir kurz sagen, was ich, Moment, warte mal. Wie hieß das Ding? TP Sattel? Pteranodon. Pteranodon. Was ist das hier für ein Sattel? Ne, das ist ein Akentar. Ich könnte einen Akentarvis-Sattel bauen, bloß mal so nebenbei. Habe zwei Stück in der Tasche. Bola. Habe ich den Pteranodon gar nicht gelernt? Also, ein Pteranodon-Sattel braucht 230 Tierhaut, 125 Fasern und 75 Chitin oder Keratin. Ja, habe ich einstecken. Ich muss den Sattel bloß erstmal lernen. Was war das jetzt? Falls du PT. das. PT war das, wo? GT, ja. Da. Okay, habe ich gelernt. Und ich kann ihn basteln. Sehr schön. Wenigstens erstmal für den Anfang Pieps. Ja, genau. Das war jetzt eigentlich auch so mein Also musst Vorhaben. du nicht ewig nach dem Weg suchen, wie du da hochkommst. Ja, aber viel schleppen kann der halt auch nicht. Das ist halt das Problem. Halt blöd. Weil der hat zwar jetzt ein Gewicht von 156, aber das würde gerade mal für mich reichen. So Ja. voll gekracht, wie ich gerade bin. Wenn es überhaupt reicht, ich hätte mich auch mal auskotzen können. So, jetzt wird ein Trike gefuttert. Genau, Futter mal ein Trike.
Ja, alles Level. Reicht für eine Woche. Das Fleisch, was der Rex gerade in der Tasche hat, das reicht, glaube ich, für ein Jahr oder so. Oh Oh, Gott, da kommt ein Raptor. Hallo, Raptor. der verliert aber ziemlich schnell Torpor, der Sack. Obwohl, ne, das geht. Okay, das geht auch vom Fresswehr her geht's eigentlich auch. Es ist nicht so ein Fressack. Ich hoffe nur, der frisst bald mal. Hätte man den eigentlich auch mit Prime Meat zähmen können? Ja, geht. Oh, was ist denn hier los? Hätte ich Oh vielleicht nein! doch mal ein bisschen behalten sollen, oder? Ah, ist nicht so schlimm. Aber irgendwie will der nicht fressen hier. Ach, jetzt. Okay, das dauert ein bisschen. Na gut, er ist ja halt schon Level 25. Also werde ich wohl doch mal Narcotics reinschmeißen müssen. Davon habe ich ja Gott sei Dank noch 14 einstecken. Was könnte ich denn in der Zwischenzeit machen? Weiß nicht. Soll ich das Floß ein bisschen ausbauen? Das könntest du machen. Wäre sowieso mal praktisch, weil das mit dem Rex so ein, also das will ich nicht noch mal haben. Boah, grässlich genug. Grenzwertig, meinst du? Ja, sehr grenzwertig. Also tue ich gleich das Stroh aus Holz mit Holz austauschen, ne? Genau. Solange wie der Vogel hier vor sich hin tämt. Okay, was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall schon mal mehr Holz. Das hole ich jetzt erstmal, bevor ich hier anfange zu basteln. Ja, wir haben doch einen gut funktionierenden Biber. Ja, ne, ich bin ja nicht zu Hause. So. Ich bin ja auch ein bisschen weiter weg von zu Hause, weil ich ja eigentlich gucken wollte, wie ich auf das Ding hochkomme. Oh, jetzt bin ich auf den Dodo drauf getreten. Und Ups. ich glaube, ich habe den Weg gefunden, wo wir hochkommen. Aber ich weiß jetzt eben nicht, ob da oben Eisen war. Das wüsste ich auch nicht. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich muss erstmal das Floß näher ans Ufer holen. Weil der Pappvogel tämt sich ja im Prinzip Was von hast du alleine. gesagt, du willst noch einen weiblichen Dilo haben, ja? Ja, wir haben Männerüberschuss. Es fehlt ein Weibchen, eigentlich. Ja, wie gesagt, ich habe da echt nicht drauf. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Das war jetzt nicht so, wie. Hättest du nicht aufpassen können? So war das ja auch nicht gemeint. So war das überhaupt nicht gemeint, siehst du. Ich habe da was gefunden. Ja, das ist doch schon mal super. So. Wie Komm gesagt, mal mit, du kleines da Freckel. tausche ich die Strohfundamente jetzt gleich mit Holz aus. Oh, hier kommen im Doppelpack. Hoppla. Doppelpack mit. Ach nee, das ist ja gar kein Fundament. Hahaha. Das ist ja Oh, ein Dreierpack. normaler Boden. Halt. Männlich. Weiblich. Zwei Weiber, ein Kerl. Noch Ja, Regen. das läuft. Da geht was. Ich habe jetzt eine Foundation auf aus Versehen das Lagerfeuer gestellt. Jetzt kommen wir, glaube ich, an das Lagerfeuer nicht mehr ran, ne? Macht nichts. Ja, da ist Fleisch drin, Süße. Ja, da musst du halt mal gucken, wie du das machst. Aber warte mal, da hätte ich sogar schon eine Idee eigentlich. Ich reiß die jetzt nochmal weg. So, halt, ich hätte die doch erstmal stehen lassen sollen. Ach, mal bin ich blöd. Ja, leg dich mal hin. Das Dilo ist schon fertig. Gottchen, die war ja klein. Kriege ich keine mehr dran. Und vorne bestimmt auch nicht. Also der kleinste Dilo ist Level 4. Na gut, das sieht blöd aus. Okay. Also machen wir das anders. Die kommt jetzt hier weg. So, die Dilo-Bande steht. Ist doch schon mal nicht schlecht. Wie genau benutzt man eigentlich den Kompass? Den noch nie gehabt, also Okay. ja. Ah. Was macht eigentlich der Vogel? Okay, müssen wir mal ein bisschen Torpor nachschmeißen, bevor er völlig flöten ist. So, ich komme jetzt erstmal mit den drei Dilos nach Hause. Aber wie gesagt, ich bin bloß den Fluss hoch, also den Fluss rein, weil ich, wie gesagt, den Weg suchen wollte, wo ich hin muss. Und bin jetzt ein bisschen weiter hinten das Floß ausbauen. Aber erst mal kurz gucken. Okay. Die Schildi regt mich gerade auf. Ich meine, ich finde es gut, dass es mal ein bisschen ruhiger ist.
dass es nicht so viel Arbeit macht. Aber gut, Leute, ich würde sagen, bevor es hier bei uns weitergeht, würde ich sagen, sag mal für diese Folge erstmal ciao, ciao. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Kommentare. Wie immer, alles erlaubt. Und ja, mit den letzten Worten von Nali sage ich schon mal, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.